Was der Öpfel für den Cider, ist Trube für den Wein. Dreharbeiten für den nächsten Beitrag haben uns ins Weingut von Erich Meier nach Stäfa geführt. Bereits in der fünften Generation kultiviert die Winzerfamilie ganz in der Nähe vom Zürichsee 7 Hektar Rebland. Ein Familienbetrieb, der Grund zum Feiern hat. Der neue Holzfasskeller ist eingeweiht worden. Eindeutigen Fall für Shirley Amberg in der Rubrik Fine Wine. Es war ein Anlass wie aus dem Bilderbuch. Das Doppelquartett, oder einfach das Chörli Uetiken, sorgt für beste Laune. Freunde, lasset uns beim Zechen. Wortwörtlich, mit einer Degustation ist der neue Holzfasskeller eingeweiht worden. Mit einer Vergrösserung der Rebflächen war die Erweiterung des Keller notwendig. Die Arbeitsabläufe sind optimiert. Was mir auffällt, sind die vielen Holzfässer, die sich aneinanderreihen. Haben Sie auch Stahltank oder Beton oder irgendetwas anderes? Ja, wir haben auch Stahltank. Bei mir ist ein Stahltank ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich mache es eigentlich nur noch mit dem Sauvignon Blanc, Riesling und Müller-Thurgau. Alles andere ist bei mir im Holzfass ausgebaut. Das ist jetzt meine Variante von einem Weinausbau. Ich habe es einfach gern und ich probiere das den Kunden weiterzugeben. Die Kunden sind zufrieden. Ganz offensichtlich. Auch ich geniesse die edlen Tröpfe vom Zürichsee, die es schweizweit bis in die Spitzengastronomie geschafft haben. Der Winzer Erich Meier kältert seinen Wein im eigenen Betrieb und übernimmt sogar 70% vom Vertrieb gerade selber. Nicht umsonst nennt man ihn auch den Botschafter vom Zürichsee. Das schmeichelt Ihnen der Titel? Ja, natürlich sehr. Das ist doch etwas Schönes zum Hören. Das macht Spass. Ich probiere halt einfach wirklich facettenreiche Wein zu machen mit Charakter. Denn nur wer selber Charakter hat, kann auch Wein mit Charakter produzieren. Charakter beweist der Winzer auch dann, wenn es um die Meinung seiner Kunden geht. Wir haben die Ohren überall. Bei solchen Verkaufsanlässen ist das sehr wichtig, dass die Kunden sagen, hey, das ist lässig, aber das ist auch mal nicht gut. Aber das habe ich nicht so gern. Es mundet mir nicht. Und das lassen wir dann eigentlich im nächsten Jahrgang sehr stark einflüssen. Mit Traubensorten aus der Region internationale Wein machen, die die Kunden begeistern. Das ist eines der obersten Gebote des Winzers, der seit 17 Jahren tagtäglich zu seinen Reben schaut. Da sind wir jetzt gerade im Chardonnay-Bereich. Mhm. Bin ich näher dabei. Weiss. Genau. Im Familienbetrieb übernimmt er die tragende Rolle. Der Wein heisst auch gleich wie der Winzer. Die Marke Erich Meier ist fest mit dem Winzer verwurzelt. Sie stehen ja das sehr im Mittelpunkt. Es dreht sich alles um Sie. Ist das schwierig oder was bringt das für Vorteile oder birgt das auch gewisse Gefahren? Das ist so. Das ist nicht immer ganz einfach. Also das ist klar, es wird mich all sehen. Ich muss immer an vorderster Front stehen. Ich probiere das wirklich langsam ein bisschen abzugeben, auch an die Mitarbeiter. Ist nicht ganz einfach zum Umsetzen, aber ich glaube, mit dem Brand, den wir jetzt geschaffen haben, können wir das langsam nach und nach anfangen umsetzen. Doch keine Panik. Der erfolgreiche Winzer ist weit davon entfernt, kürzer zu treten. Dann die rund 22 Parzellen müssen auch weiterhin bewirtschaftet und gepflegt werden.